Ja, wir sind jetzt hier im Generatorenraum, ein großer Raum und wie der Name schon sagt, in dem vor 1945 ein Generator stand. Ziel war es, die Bunkeranlagen hier mit Strom und Elektrizität zu versorgen und so auch ein Stück weit unabhängig von der Außenwelt zu machen. Auch in diesem Raum begegnet uns eine Inschrift, eine sehr deutliche Inschrift, da sie tief in die Wand hinein graviert wurde. Und wenn wir uns mal die unterste Zeile anschauen, können wir auch sofort das Datum erkennen. Wir haben hier den 5. Mai 1945 und links und rechts davon zwei Doppelkreuze, auch bekannt als Lothringer Kreuze. Das Lothringer Kreuz war das Symbol der französischen Résistance, also der Widerstandsbewegung gegen die Besetzung Frankreichs durch die Deutschen. Es war auch das Symbol der 2. französischen Panzerdivision. Und damit erschließt sich uns auch die erste Zeile, wo wir 2DB finden. Das steht eben exakt für diese Deuxième Division Blondée. Diese Truppe, die sich aus frei französischen Kräften zusammensetzte, kämpfte etwa beim D-Day. Ihr General Leclerc feierte sich danach selbst als Befreier Paris und ist dann im Sog der amerikanischen Truppen hierher zum Obersalzberg gekommen. In diesen Tagen galt der Obersalzberg ein bisschen als letzter symbolträchtiger Ort, auch Last Prize of the War genannt. Und so setzte eine Art Wettlauf zwischen französischen und amerikanischen Einheiten ein, wer zuerst hier war. In diesem Bunkerteil verewigten sich eben drei Soldaten, AG, PS und DA dieser 2. Panzerdivision. Auf eben jenen Wettlauf zwischen diesen Einheiten werden wir aber in unserem nächsten Clip nochmal zurückkommen.